Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, so eine Haushaltsdebatte ist ja immer der Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen miteinander. Das ist der Zeitpunkt, wo man schaut, was bietet die Opposition, was bietet die Landesregierung, was bieten die sie tragenden Fraktionen. Wir sehen bei dieser Bilanz, was wir schon seit Monaten im Ausschuss sehen. Die Opposition ist wirtschaftspolitisch blank. Wenn sie Ideen hätten, dann würden sie nicht ständig die ollen Kamellen lutschen. Dann würden wir nicht hier in jedem zweiten Satz von Ihnen in den wirtschaftspolitischen Debatten das Tariftreue- und Vergabegesetz hören. Dann würden wir uns dann fragen, was würde die Opposition machen, wenn wir das Tariftreue- und Vergabegesetz tatsächlich abgeschafft hätten? Wenn wir dieses Gesetz abgeschafft hätten, warten Sie mal ab, wenn wir dieses Gesetz abgeschafft hätten, obwohl trotz seiner breiten Akzeptanz, obwohl nur 8% der Unternehmen im Land überhaupt Schwierigkeiten angemeldet haben und 83% in der Evaluierung ganz klar gesagt haben, wir befürworten die Ziele in diesem Gesetz, dann hätten Sie vielleicht kurz gejubelt. Aber dann hätten Sie festgestellt, lieber Kollege Brockes, lieber Kollege Bombes, Sie haben im letzten Ausschuss selbst gelacht, als Sie das Thema angebracht haben. Sie hätten vielleicht kurz gejubelt und dann hätten Sie gesehen, ups, jetzt ist unser komplettes wirtschaftspolitisches Programm weg. Und so geht es weiter. So geht es weiter. Schauen wir aufs letzte Plenum zurück. Wir stärken die Digitalisierung im Einzelhandel. Und dann schauen wir uns die Reaktion aus der Opposition an. Eine CDU, die sich immer rühmt für ihre Verbundenheit zur Wirtschaft, zur kommunalen Basis. Die CDU hat für innovative Projekte wie Online-CD Wuppertal nur Verachtung übrig. Ich kann jedem kommunalen Wirtschaftsförderer nur empfehlen, sich Herrn Steins Rede noch mal ganz genau anzuschauen, was die CDU von innovativen Initiativen an der Basis von lokalen Wirtschaftsförderern, vom inhabergeführten Einzelhandel hält. Da werden Sie sehen, die CDU hat für solche Innovationen nur Verachtung über. So, wenn wir uns dann den Haushalt 2016 anschauen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann sehen Sie, die Gestaltung des digitalen Wandels hat für uns hohe Priorität. Sie ist das zentrale wirtschaftspolitische Anliegen. Wir investieren massiv in die digitale Wirtschaft. Für die Strategie stehen über 5 Millionen € bereit. Daraus finanzieren wir die regionalen Zentren für die digitale Wirtschaft, Netzwerkarbeit, Messeauftritte und Kongresse. Wir werden damit die Innovationsmotoren unseres Landes zusammenbringen. Einerseits den Innovationsmotor Mittelstand. Der Mittelstand ist unser Partner, ist unser Verbündeter bei der Gestaltung einer zukunftsfähigen Wirtschaft und er ist zugleich auch der Garant für wirtschaftliche Stabilität. Der andere Innovationsmotor sind Start-ups, kleine innovative Unternehmen. Und wer sich das mal anschaut, wird die Erfahrung gemacht haben, diese beiden Bereiche sprechen oft unterschiedliche Sprachen und es ist nur richtig, und es ist genau der richtige Ansatz, den wir da fahren, zu sagen, wir schlagen da Brücken zwischen diesen Bereichen. Das steht im Mittelpunkt unserer Überlegungen zur Digitalisierung der Wirtschaft. Wie das funktioniert, das haben wir mit dem Ausschuss vor ganz kurzer Zeit in Ostwestfalen-Lippe in meiner Heimatregion gesehen. Wir können stolz sein auf das, was dort passiert, und wir sind froh, dass wir mit zusätzlichen Mitteln da reingehen und den Cluster ITS OWL mit zusätzlichen 930.000 € aus Landesmitteln fördern. Von OWL lernen heißt nämlich Kooperation lernen. Und es ist auch wegen dieser Erfahrungen gelungen, eines von bundesweit 5 Kompetenzzentren Mittelstand 4.0 hier nach Nordrhein-Westfalen zu holen, 2 weitere Mittelstandagenturen nach Nordrhein-Westfalen zu holen. Und es ist richtig, diesen regionalen Ansatz zu fahren, Herr Wüst. Sie haben es eben kritisiert, dass wir nicht den einen großen Leuchtturm machen. Es ist doch in einem Flächenland viel sinnvoller, einen regionalen Ansatz zu fahren, anstatt nur auf Leuchttürme zu schielen. Die Voraussetzung für diese Digitalisierungsstrategie ist natürlich der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Und wir haben immer gesagt, und das tun wir auch, wir investieren die digitale Dividende vollständig in den Breitbandausbau. 50 Millionen alleine in den Anschluss von Gewerbegebieten in Glasfaser. Wir gehen mit echtem, mit eigenem zusätzlichem Landesgeld in die Kofinanzierung rein. Wir stellen insgesamt 500 Millionen € für Breitband zur Verfügung. Und was kommt dann von der Opposition? Nix als kleinkariertes Genöle. Und das ist letzten Endes, das zeigt letzten Endes, Sie glauben nach wie vor, die Zukunftsfrage der Bevölkerung und Betriebe im ländlichen Raum ist der Katzenabschuss und nicht die Versorgung mit digitaler Infrastruktur. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich lebt Wirtschaftspolitik
auch wenn ich da jetzt den Schwerpunkt gesetzt habe, natürlich lebt Wirtschaftspolitik unter Rot-Grün von mehr als der Gestaltung des digitalen Wandels. Das Handwerk nimmt in Nordrhein-Westfalen eine besondere Rolle ein. Jeder fünfte Arbeitsplatz in unserem Land ist dort angesiedelt. Deshalb setzen wir die Handwerksinitiative fort. Deshalb fördern wir Gründungen auch gerade im Handwerk, sorgen für ein gutes Gründerklima. Und schließlich sind wir auch, da finde ich den Slogan Germany at its best, wirklich gelungen, eine begehrte Region für Investoren aus dem Ausland. Insofern ist es auch gut, dass wir den Ansatz für NRW Invest verstärken. Diese Spotlights aus dem Haushalt 2016 haben für mich gezeigt, wer guckt nach hinten, wer guckt nach vorne. Wir gehen mit unserer Arbeit voran und das ist gut für unser Land. Ganz herzlichen Dank.